Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Hey, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 13. April 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1343 und heute habe ich die folgenden Themen für dich: DX Omark, Ellie, Oppo, Vivo, Pixelmator, Ulysses, Opera und Raspberry Pi. Ich starte gleich mal mit dem DX O, Mark. Oder wie man den auch immer ausspricht. Das ist der oder einer der, ja, wie soll ich sagen, meistverbreitesten und ähm, angesehensten Tests, wenn es um Kamera geht in Handys, aber auch bei größeren Kameras und anderen und kompakteren etc. Und da gibt es immer wieder mal, wenn ein neues Handy rausfliegt, neues Smartphone, neues Flaggschiff, aber auch ein neues kleineres Smartphone, die neuen Bewertungen. Und so jetzt gerade erst passiert beim Oppo Find X6 Pro, welches... Tränen auf dem Backen habe, nicht bei uns in die Schweiz und Deutschland und Österreich zum Verkauf angeboten wird. Generell nicht außerhalb von China, ich hoffe, da lässt sich Huawei genau Oppo noch umstimmen und bringt das dann doch. Was hat es erreicht? 153 Punkte und hat somit die Spitze der ewigen Rangliste erklommen. Ist drei Punkte vor dem Honor Magic 5 Pro und schiebt das Huawei Mate 50 Pro vom zweiten auf den dritten Platz zurück. Das ist ansehnlich und macht mich natürlich noch mehr traurig, da das Smartphone eben, wie schon gesagt, nicht bei uns zu haben ist. Sehr, sehr. Schade. Wer unter Mastodon unterwegs ist, unter Windows sein Betriebssystem als eigen nennt und ähm, ja, Mastodon da auch nutzen möchte, nicht nur im Browser, der sollte sich Ellie anschauen. Ich habe euch einen direkten Link in den App Store von Microsoft, denn da bekommt ihr das Ganze. Über einen Early Access, also ist noch nicht ganz fertig, somit auch kostenlos. Es sind Dinge möglich wie ähm, ja, die Zeitleiste anzeigen, Benachrichtigungen und äh, das Beantworten von ähm, Tröds ist möglich. Du kannst boosten, du kannst favoritisieren. Dinge, äh, die des Weiteren oben drauf kommen, die werden erst noch freigeschaltet, dann aber über ein kostenpflichtiges Abo, wie zum Beispiel Push-Notifications. Und solche Geschichten, also Push Notifications, wenn die App geschlossen ist, nur. Na dann, mal schauen, ob's und wie schnell dass das geht, bis das kommt. Oppo Schweiz hat über seine Oppo-Mission zu der grüneren Zukunft, der Klimaneutralität gesprochen. Oder gesprochen ist falsch. Sie haben ein Promo-Video dazu online gestellt, wo sie ein bisschen beschreiben, weshalb und warum man da in die Richtung gehen möchte. Andere Firmen, ihr kennt sie vielleicht wie Apple, haben da ja schon bis 2030 das Ziel, dahin zu kommen und haben schon sehr große Schritte angegangen. Nicht nur, also Apple selbst ist ja schon mit den Servern, mit allem, den Laden und allem Möglichen klimaneutral. Mittlerweile sind sie an der Runde dran, die Zulieferanten auf den, die Spur zu bringen und haben da auch einen eigenen Fonds, der das Ganze unterstützt und die Firmen, die sie beliefern, eben in die Richtung treiben können. Und ähm, eigentlich will Oppo das Ganze auch angehen. Bei ihnen wird es aber 2050, bis das Ziel erreicht werden soll. Ich drücke ihnen fleißig die Daumen und hoffe, dass da auch noch andere Unternehmen aufspringen, weil unser Planet und unsere Zukunft, unsere Kinder haben es dringend nötig. Der Pat Tennstreit mit Nokia, der zieht immer weitere Runden. Nachdem in Deutschland Oppo-Smartphones ja verboten, verboten wurden, ähm, wurde auch OnePlus irgendwie immer wieder mal genannt und dann kommt das Tablet doch in Deutschland. Es ist ein bisschen ein Hin und Her. Nun trifft es den Dritten im Bunde, nämlich Vivo. Die haben nämlich gesagt, dass sie sich jetzt auf ein Verkaufsverbot einstellen werden, nachdem der Nokia vor dem Nieder- Ach, wie heißt es? Ich, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Irgendein ein deutsches äh, Gericht, welches eben ein, ein Urteil ausgesprochen hat, äh, gewonnen hat und jetzt eben befürchtet auch Vivo neben OnePlus mit einem Verkaufsverbot in Deutschland. Es geht dabei um Patente beim Bereich 4G und 5G und anderen Geschichten. Ich drücke mal die Daumen und ja, Vivo, ihr wolltet doch mal nach Schweiz kommen, nach Schweiz, in die Schweiz kommen. Zumindest, zumindest gab es damals einen Country Manager für Austria, also Österreich und Schweiz. Der ist laut LinkedIn mittlerweile nur noch für Österreich zuständig. Es wäre schade, aber ich drücke weiterhin die Daumen. Der Pixelmator Foto oder die Pixelmator Foto App heißt ab sofort nur noch Foto. Tomator, ein bisschen Umgewöhnung, aber ja, kann man machen. Ähm, hat neue Funktionen und eben einen neuen Namen. Was sind die neuen Funktionen? Ja, vor allem so AI-Geschichten wie automatisch den Hintergrund rausmachen und löschen und solche Geschichten, Verbesserungen und Aufpolieren des eigenen Bildes. Fleißiges. Ähm optimieren euer Bilder wünsche ich wenn ihr die App nicht schon nutzt schaut sie euch mal an auch anschauen solltet ihr euch die App Ulysses wenn ihr fleißig und viel schreibt und das vor allem auch ohne große Ablenkung machen möchtet und Markdown für euch ein Thema ist ich schreibe einige meiner Blogposts die ich nicht direkt im, ähm, im Backend vom WordPress schreibe in eben genannten Programm mache auch da meine Telefonnotizen und andere Geschichten darüber und freue mich jetzt auf die neuen Updates Ich ich kann jetzt nämlich Projekte in Farben einfärben. Ich kann <laughs> Gruppen einfärben. Ich habe wieder die Möglichkeit bei Projekten auch Favoriten zu vergeben und neu ist auch die Apple Pencil Unterstützung mit dabei. Ich kann Zeichen, Kritzeln und machen, Bilder reinmachen und das Ganze als PDF ausgeben. Ein sehr sehr cooles Tool, auf das ich äh, das mir schon sehr viel Freude bereitet hat. Opera hat verlauten lassen, dass sie der erste Browser sind, welche auf allen Plattformen mittlerweile mit einem VPN-Service kommt. Das bieten ja mittlerweile neben, kann es Firefox auch, ja, Google und alle möglichen an, aber auf jeden Fall Opera war da ganz früh mit dabei unter Android und unter Windows und Mac und ist jetzt eben der erste, der auch zusätzlich noch unter iOS im Browser einen VPN-Dienst mit drin hat. Da wichtig zu wissen, das Ganze ist kostenlos, schön natürlich, aber... Ihr seid ein bisschen eingeschränkter. Ihr könnt nicht sagen, ich will jetzt in den USA sein, sondern ihr könnt einen Kontinent wählen. Also Amerika, Afrika, Südamerika, äh, nicht Südamerika, Asien und Europa und so weiter. Doch, Nord- und Südamerika ist möglich. Also somit ein bisschen eingeschränkter, aber. Es ist zumindest ein VPN und Opera ist ein Unternehmen, dem ich einigermaßen doch noch äh, vertraue, würde ich doch sagen. Was ja bei VPNs generell sehr wichtig ist. Oder man macht es gleich selber mit einer Fritzbox. Oder ähnlichen Lösungen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit, die alle Freunde des Raspberry Pi vielleicht freuen wird, denn die sind ja immer angewiesen auf die Möglichkeit, dass sie auch Finanzierungen bekommen. Denn Raspberry Pi ist nicht unbedingt äh, ein Unternehmen oder äh, die, die, die Fertiger dahinter sind kein Unternehmen, was große, schöne, äh, schöne Summen schreibt oder äh, die Produkte überteuert verkauft. Nee, da ist alles recht. Äh, wollte ich sagen, recht äh, einfach strukturiert. Und somit ist man da eben auf Finanzierung und Unterstützung angewiesen. Eine weitere Finanzierungsrunde konnten Sie jetzt abdecken über eine Kooperation, die schon länger läuft, aber jetzt intensiviert wurde. Eine, die mit Sony über die Bühne geht. Da gibt es schon seit längerem, sogar über einem Jahrzehnt, gibt es Produktionsvereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen. Und jetzt bauen Sie das Ganze aus im Bereich des IoT und der äh, einer Entwicklungsplan. Plattform für Edge AI Geräte von SSS. Also das ist die Tochterfirma Sony Semiconductor Solution Corporations. Und da ich vor kurzem bei Sony in der Schweiz auf Besuch war und die ähm, uns ein bisschen was erzählt haben, weiß ich, dass sehr vieles, was mit AI zu tun hat bei Sony, in Zürich hier in der Schweiz entwickelt wird. Und dass hier ein großes Büro ist außerhalb von eben der eigenen Zentrale in Japan. Also sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was da in naher Zukunft noch auf uns zukommen wird. Das war es eigentlich mit den Neuigkeiten. Ich hoffe, euch in den nächsten Tagen wieder mit neuen Episoden erfreuen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Tag und ähm, drückt mir die Daumen, dass diese Pollen irgendwann ein bisschen mehr weggehen. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!